sind wir doch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir machen auch direkt weiter mit der zweiten Insel. Wir brauchen ja beide Lichtwild Onkel, yo, und zwar jetzt die hier und den, die Irisine-Insel, wo wir auch den Verkäufer finden müssen. Zumindest sagt er Idil, ja, ja, er ist auf der Irisine-Insel. Und den haben wir unsere Herzen hier auch erstmal verbraucht. Jo, ich weiß, Autospeicher der Toy wird gelöscht. Den mal los, alle an Bord, damit wir losschieben können, zwei Segel zu setzen. Gehüt. Ich glaube, wir haben auch Post, habe ich auch gesehen. Da gucken wir mal noch, wenn wir wiederkommen. So, ich hoffe mal, da ist jetzt nicht allzu viel abzuhaken. Aber das kann man ja, denke ich, mitmachen, wenn man schon mal da ist. Subnautic Adventure, das sieht nice aus. Aus dem Kino, ne? Bloß, was da halt ein Aquarium drin ist. Mich macht gerade mein Nachbar hier wahnsinnig. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Mein Nachbar, ich ist gerade Sonntag bei mir. Wohlgemerkt, Sonntag, 12.30 Uhr. Und mein Nachbar, moin, der muss hier die Winde durchlöchern mit seiner Bohrmaschine. Ich hoffe, das hört man nicht. Gut, den machen wir mal weiter hier. Mal gucken, das sieht ein bisschen nach Hammerholm das aus hier, aber... Aber möge das Abenteuer beginnen. So, ja, hier sind Erzebilze, alles klar, aber auch Lava und so, okay. Oh, das kriegen wir wohin. Und Kühe gibt's hier anscheinend. Oh, guck mal, hier haben wir schon was zum Abhauen. Kreidestein. Ist der da oder was? Das hier ist doch der Kreidestein, okay. Ich stand einen Kilometer vom Stein weg, man. Hier, Dorst abhaken, die Erde, alles klar. Fässer und so nett, dann haben wir ja schon zwei Sachen. Der Baum auch? Nein. Gut, den mal rüber. Das, da sehe ich gerade, müssen wir auch abhaken, was auch immer das ist. Den hier auch. Dunkler Dolomit. Alles klar. So, und das ist Schleimleich. Ah. Wir brauchen hier auch die Steine. Kann man das mit? Oh, komm, Schleim raus. Okay. So, sehr schön, sehr schön. Die Steine hier haben wir. Den brauchen wir den noch bestimmt auch. Nein, brauchen wir nicht. Aber den da, okay. Acker-Edi. Sehr schön. Den brauchen wir. Sonnstein. Ja, ja. Gut, wir brauchen auf jeden Fall den da, den Erdhaufen. Oh ja, hier ist ja schon vieles zusammen. Kommt da nur Erde raus, oder? Jo. Den da brauchen wir. Die Lava. War das jetzt der Stein oder die Lava? Ich glaube, das war nur der Stein, ne? Ja, aber den... Aua. Hier war noch was. Genau. Den Schlupfstein, den brauchen wir ebenfalls. Erzähl dich, Junge. Wir brauchen diesen Wurzling. Und, glaube ich, auch die Steine. Jo. Sehr schön. Den habe ich schon auch. Ja. Naja, das geht doch bis jetzt einigermaßen. Gut. So, den gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir die... Die berechnen auf jeden Fall weg. Na, die brauchen wir aber auf jeden Fall nicht, wie es aussieht. So, ich will mal kurz eine Kleinigkeit essen. Ich glaube, wir können hier nicht großartig fliegen. Das ging ja auf Hammerholm im Lava-Gebiet auch nicht, ne? So, brauchen wir den schwarzen Stein hier auch? Jo. Obsidian. Ah. Gut zu wissen, gut zu wissen. Den Rest holen wir hier alles. Ne, jo. Kupfererz. Kupfererz. Ich glaube, das brauchen wir aber. Ja. Mal gucken. Da werde ich mich hochbauen müssen, weil... Nimm doch alles raus, so. Fliegen ist hier nicht, wollte ich gerade sagen. So, da kommen wir doch hoch, oder? So. Abhauen. Siehst du mal, Ton der Erde. Okay, ich wollte das Kupfer da, aber die Erde brauchen wir aus. Siehst du mal? Und den auch. Sehr schön, dann haben wir das auch schon mal. So, den brauchen wir echt nicht, ne? Oder? Nö. Gut. Hier haben wir auch alles, ne? Jo. Den haben wir, den haben wir. Gut. Kurzes Stück fliegen geht auch nicht. Okay, fliegen geht hier tatsächlich nicht. Ja, ich will jetzt hier aber auch ungehend durch die Lava stumpfen, ehrlich gesagt. Warte mal, das machen wir so. Bauen uns einmal rüber, das sollte funktionieren.
Sehr schön, sehr schön. So, Durst haben wir. Brauchen wir auch das Gras hier? Ja, ne? Jo. Sandwurz, okay. Verzieh dich, Raube. So, die Steine haben wir. Die Schleimleiche haben wir ebenfalls. Diese Steinhaufen da, die brauchen wir aber auch, ne? Jo, sehr schön. Ah, scheint hier doch einigermaßen gut vonstatten zu gehen. Da oben. Das brauchen wir auch, ne? Oder? Das Silber? Ja. Das brauchen wir definitiv. Den dieser Raubin hier, du. Gut, den auch mal kurz da hoch. Sehr schön. Allgemein kann ich mich ja mal hochbauen. Mal gucken, was da oben ist. Vielleicht ist da ja auch noch was, was wir brauchen. Und wo der Verkäufer ist, weiß ich nicht. Den werden wir schon noch finden. Ich habe auch noch keine Kühe gesehen, aber die müssen ja auch irgendwo sein. Wie auch immer die Kühe sich hier überhaupt wohlfühlen können. Hm? Heller Dolomit. Cool, den machen wir auch noch. Siehst du mal? Und hier gibt es, wie es aussieht, Kupfer und Silber unbegrenzt. No, das ist doch auch schon mal was. Guck mal, hier haben wir sogar das Rote, was wir brauchen. Das ist bestimmt roter Farbstoff. Gehe ich mal ziemlich stark von aus. Jo, roter Färbeflöz. Alles klar. Den war es ja nicht mehr umsonst. So, wollte nur ein bisschen mitnehmen. Den geht's hier weiter hoch. Muss sehen, vielleicht ist hier ja noch was Interessantes. Na, hier oben nicht. Alles rote Färbeflüze hier. Jo. Gut, hier scheint aber auch sonst nichts weiter zu sein. Komme ich das Stück darüber geflogen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Na, au. Das ist furchtbar mit dem Fliegen hier, du. Das ist echt furchtbar. So, ich weiß nicht, ob ich die Kohle da brauche. Ich glaube aber nicht. Sieht nicht danach aus. So, den haben wir, den haben wir. Ne, die brauchen wir auch nicht. Gut. Da ist noch Gold. Das brauchen wir aber auch nicht. Ah ja, irgendwo müssen auch die Grünen sein. Ja, da sind die Grünen. Die sehe ich schon. Tja. Damit ich gar nicht erst wieder abstürze. So, die Grünen, da sind auch die Blauen, sehe ich gerade. Und die roten Rubine, alles klar. Wir müssen jetzt so oder so hoch. Da sind mehrere Sachen, die wir brauchen. Da müssen wir hoch. Gut. Knochen brauchen wir noch. So eine komischen roten Pflanzen, wo auch immer sie sind. Aber das kriegen wir auch schon hin. So. So, warte mal, da ist dieses blaue Zeugs. Ich weiß gar nicht. Zinnitium oder irgendwie so ein Erz? Zinnitium, jo. Sehr schön. Aber das könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Ist ja eh nur der eine. Gut, dann geht's ja wohl da hoch. Aber wir brauchen auch das Rote da. Sehr schön. Rubinorbe, die brauchen wir doch für irgendwas zum Freischalten der Werkbank, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Gut, den Stein hier kann ich nicht kaputt klopfen. So. Den gucken wir mal. Ob hier oben noch irgendwas ist. Ja, die Grünen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Warte mal. So. Die Grünen waren da, ne? Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Das garantiert grüne Farbe. Jo. Sehr schön. Auch mal ein bisschen was von mitnehmen. Wollte ich glaube, Grün haben wir noch gar nicht. Nein. Haben wir auch nicht. So, das reicht aber auch erstmal. So, den haben wir fast alles, ne? Die Pflanze, noch so ein komisches anderen Stein. So ein Lavaberg noch, okay. Aber Farben haben wir, glaube ich, alle, ne? Wenn ihr mir nicht täuscht, da ist noch grün.
So, mal kurz was essen. So, ich weiß aber auch jetzt gerade nicht, was das für ein Stein ist, ehrlich gesagt. Wenn nicht der, wo wir gerade rumlaufen. Wir müssen so oder so einmal nochmal zu Lava hin, wegen diesem komischen Lavaberg. Wir brauchen auch noch Kühe. Ich glaube, das sind die, ne? Ja. Gut. Brauchen wir die noch? Nein. Da ist hier was von Lavaberg. Okay. Den brauchen wir auch. Danke. Sehr schön, sehr schön. Das säten wir auch. So, den brauchen wir nicht. Hier ist ein Hämmerling. Ah, uns fehlt irgendwas noch. Die brauchen wir auch hier, ne? Ja. Schwelender Strauch, aua. Den hätten wir falls auch. Gut, für Silber fehlt uns nur noch die Kuh. Wir brauchen auf jeden Fall den Pflanzenstrauch da. Jetzt guck ich, was das ist. Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. No. Komm, die würde ich schon gerne mitnehmen. Sehr schön. Aua. So, was fehlt uns denn noch? Dieser komische Stein. Ich weiß aber noch nicht genau, was das ist. Ist der da? Nein. Und ein Skelett noch und die Kuh noch. Okay, das muss ja noch irgendwo hier sein. Oh, das werden wir schon finden. Wo ich jetzt weiterrennen. Warte mal, ist das der Stein? Nein. Hätte ich auch so ein Kind? So, das muss ja irgendwo noch zu finden sein. Gehen wir erstmal eine Richtung, in der wir noch nicht wohnen. Wir brauchen ja auch noch den Verkäufer, so ist das nicht. Gut, da oben sind noch Rubine. Ja, ich weiß, wir brauchen davon mehr. Aber ehrlich gesagt, da jetzt schon wieder hochklettern. Und der Stein hier unten ist es auch nicht, ne? Oder? Nee. Nee, nee. Gut. Gut, gut. Aber was fehlt denn da noch? Was ist eine gute Frage? Der dunkle hier dürfte es auch nicht sein. Ich glaube, den hatten wir schon zigmal. Das ist, glaube ich, dieses Obsidian. Aber da oben ist so einer. Vielleicht ist der das. Nein, du solltest doch nichts essen, Mensch. Ich wollte darauf. Den hier meinte ich. Nö, scheint es aber nicht zu sein. Nein. Gut, was fehlt denn hier noch? Das ist eine gute Frage. Irgendwo in dem ich ja steuern fehlt hier noch. Verkäufer noch und Kühe noch. Aber das muss ja auch irgendwo so. Und ich meine, wir haben ja noch nicht die ganze Insel erkundet, ne? So, jetzt haben wir das Moses Harper, das wieder bei den letzten paar Dingen, ne? Skelett habe ich ja auch noch nicht gesehen. Aber bei meinem Glück bin ich schon nicht wieder zigmal dran vorbeigerannt. Das kennen wir ja auch schon. Und der hier ist das auch nicht, ne? Bäh. Ne, ne, definitiv nicht. Gut, aber gehen wir erstmal in diese Richtung. Wohl, hier waren wir noch gar nicht. Vielleicht ist hier noch irgendetwas, was wir gar nicht gesehen haben. Da ist auf jeden Fall eine Kuh. Sehr schön. Hätten wir die auch schon mal? Oh, komm jetzt bitte nicht in die Quere, mit dem ich hier raupe. Du dämliche Kackraupe, Alter. Was soll jetzt die Schuld der Raupe, Mensch? Beruhig dich doch mal wieder, du Kuh. Aha. Du kannst jetzt direkt die Tiere nicht streicheln, ja. Jo, jetzt hat sie sich beruhigt. Okay. Sehr schön. So, die Kuh hätten wir auch. Sehr schön. Er fehlt jetzt nur noch ein Skelett. Der eine Stein. Und... jetzt sehe ich sowieso nichts mehr. Ja, wir legen uns sofort schlafen. Wir legen uns sofort schlafen. Das hier ist nicht der Boden. Gut. Wollte nur ein bisschen von den Gegnern weg. So. Ja, der eine Storn fehlt noch. Und... was war das noch? Irgendwas fehlte da noch. Auf jeden Fall der Verkäufer. Der auf jeden Fall. Gut.
den hätten wir das. Und diesmal sind wir auch relativ fix durchgekommen. Seba, wieso ist das noch nicht vollständig? Ach, das Skelett fehlt noch, alles klar. Aber die Frage ist natürlich, welcher Stollen ist das, ne? Jo, ich gehe jetzt erstmal in diese Richtung. Dort drüben waren wir noch nicht. So. Vielleicht finden wir hier noch irgendetwas, was wir nicht haben. Hier ist das auch nicht. Nein. Gut. Ja, ich weiß, wir können nicht fliegen. Ich weiß, ich weiß. So, wie es aussieht, sind wir jetzt einmal am Kreuz gelaufen. Das ist natürlich doof. Gut, da muss ich mal kurz gucken. Ich habe garantiert noch nicht alles. Ne, die komplette Mitte fehlt noch und da fehlt auch noch. Ja, gut. Das ist natürlich doof. Den gehe ich einmal kurz ein Stück zurück. Das, wie es aussieht, ging es da vorne in die Mitte rein. Aber kann das sein, dass hier die Ausdauer weniger ist, wegen der Lava oder schneller verbraucht wird? Irgendwie sowas? Irgendwie sowas war das jedenfalls. Oder kommt mir zumindest so vor. Da ist das Skelett. Sehr schön. Dose hätten wir auch. So, unendlicher Vorrat an Silber. Sehr schön. So, da geht es jedenfalls nicht rein. Aber jetzt sind wir zumindest in einem unerkundeten Bereich. Es fehlt uns echt nur noch der Verkäufer und der eine Story, ne? Oh, das muss hier auch irgendwo sein. Wenn es überhaupt ein Stein ist, da bin ich mir nicht mal so sicher. So. Jupp, das war gerade Absicht. Ich wollte mich da jetzt nicht rüberbauen. Gut, hier hatte ich mich schon mal hochgebaut, wie es aussieht. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ich den Stein garantiert schon zigmal gesehen. Garantiert. Oh, schlecht zu erkennen, was das ist. Größer geht's doch nicht. Ich habe schon nachgeguckt. Ist das der da vielleicht? Nee, ne? Oder? Und ich bin mir da jetzt nicht so sicher, aber... Oh, mal kurz hier hoch. Vielleicht klappt das ja. Nee. Nee, nee. Dort ist er nicht. Gold ist es auch nicht. Kohle nicht. Nee. Oh, man kann hier trotzdem auch mal hoch. Von hier oben sieht man auch ein bisschen besser. Da unten ist auf jeden Fall ein Boss. So viel sehe ich schon. Aber ob ich den jetzt machen will, ehrlich gesagt, eher weniger, weil wir keine anständigen Waffen haben. Mit der Giftnadel kommen wir hier ja noch auch nicht allzu weit. Aber wir müssen trotzdem hier in der Mitte einmal gucken, wegen dem Verkäufer. Ey, Kuh, geh mir doch mal aus dem Weg. Der muss ja auch irgendwo so in der Verkäufer, ne? Steinsicht unten jetzt aber auch nicht. Da vorne waren nochmal Kaffeesträuche. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Verkäufer sein soll. Aber es wurde ja gesagt, der ist hier, ne? Was hat die gute Odee ja gesucht? Auf der irisierenden Insel. Da sind wir. Gut. Wirklich fliegen können wir hier nicht? Verkäufer sehe ich auch nicht. Die stehen ja meistens bei irgendeinem Gebäude. Aber das Gebäude erstmal finden. Da ist auch noch ein Boss, so ein Hackziller oder sowas. Tja. Nein. Ich war zu langsam. Ich wollte schnell auf Angriff, aber das hat nicht geklappt. Gut. Du bleibst jetzt auch mal hier, Hochzähler. Die holen wir später mal nach, die Bosse. Im Moment interessiert mich ordentlich nur noch der eine Stein und der Verkäufer. Aber die Frage... Also für mich sieht das aus wie ein Stein. Wie ein Dolomitstein oder sowas. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich da gewaltig täusche. Ist echt sehr schwer zu sorgen gerade. Aber die Steine hier unten sind es definitiv nicht. Die habe ich schon tausendmal überprüft. Der hier ist es auch nicht.
Das da oben ist nur Erde. Und das da oben ist, glaube ich, die helle Dolomit. Kann aber auch sein. Guck mal, das sind nämlich drei verschiedene Farben, sehe ich gerade. Drei verschiedene. Lass mal hier gucken. So. Aber so langsam mal durch, mir das Gefühl, dass kein Verkäufer hier ist. Wohl, da gehört ja Leute immer ein bisschen Glück mit zu. So, der ist es nett. Gut. Den haben wir, glaube ich, aber auch schon. So, den ist es vielleicht der da oben, der nochmal ein Tickchen heller ist. Ich meine, möglich ist es. Da ist das Zenithium. So, der vielleicht. Auch nicht? Nö, der ist es auch nicht. Okay. Welcher Stein ist das denn? Das ist eine berechtigte Frage, ne? So, komme ich da? Hier ist doch gerade gar keine Lava, ne? Hier müsste ich doch fliegen können. Oder? Ja, hier kann ich auch fliegen. Guck mal, da sind auch Rubine. Mann, die brauchen wir zwar jetzt nicht. Ich würde sie aber gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Okay. Zumindest schon mal drei. Und das Zenithium, da möchte ich auch gerne mitnehmen. Meine Kuh gammelt da unten rum. Ja. Zielen ist nicht so ganz moin des Degen, würde ich sagen, ne? Ah gut, Zenithium haben wir so auf 35. So, hier sind nochmal Kaffeesträuche, aber... Welcher Stein ist denn das? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Welcher verdammte Stein das denn hier ist? Okay. Wir waren hier wieder Lava, hier ist wieder vorbei mit Fliegen. Oh man. Rubine haben wir auch gerade mal drei. Ich meine, es gibt ein Tafelziel, wo man 10 Rubine abbauen soll. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Aber darauf habe ich jetzt im Moment auch nicht abgesehen. Nee, hier oben ist nichts weiter. Ich suche ja auch immer noch den Verkäufer. Ah, hier kann ich definitiv nicht fliegen. Aber auch nichts auf der Karte zu sehen, ne? Bis ich jetzt noch kein Gebäude irgendwie entdeckt oder so. Nö. Ah, dass man hier nicht fliegen kann, ist doof. In der Tat. Will ich das hin? Nein. Ah. Ich versuche immer noch rechtzeitig in der Luft den Angriff zu machen, aber haut nicht hin. So. Zumindest kann man durch die Lava durchschwimmen, auch wenn es nur ein kurzes Stück ist. Ja. Das ist halt jetzt wieder so eine Sache. Das ist immer so bei ein, zwei letzten Sachen Harbordos, ne? Aber wirklich jedes Mal. Da oben ist auch schon wieder so ein Boss. Aber da waren wir auch noch nicht. Vielleicht ist da ja der Verkäufer oder der Stein. Ich meine, da hämmelt auch so ein Hämmerling rum. So ein Egget. Aber... Wissen tue ich es nicht. Es ist nur... Na? Nö. Gut, Chimären, die hatten wir aber auch noch nirgendwo. Hier eine Menge Kaffeepflanzen hier. Nee, ich will nicht gegen den Boss kämpfen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Hier sind auch noch Kühe. Okay. Aber auch nichts zu sehen hier, ne? Obwohl, warte mal. Warte mal, das da sieht nach Gebäude aus. Ja. Gut, da ist auch der Verkäufer, den zeigt er mir doch an. Aber den ist immer noch die Frage. Wo ist der letzte Stein? Gut, den Verkäufer hätten wir schon mal. Der dürfte hier drinnen sein. Wohl, der Zeug, das soll nicht umsonst sein. Aber kommt mir der Boss jetzt hinterher, oder was? Was ist denn das jetzt? Eine Art Bergbausiedlung? Oder ich habe keine Ahnung. Oh, das ist er, ne? Oder? Ich grüße dich, Reisende. Mein Name ist Gregor. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt als Händler. Ich
hat mein Dorf verlassen, um mein Glück zu suchen. Und ich habe soeben gemerkt, wo es liegen könnte. Bei dir. Es liegt bei dir. Du stinkst förmlich nach Gold. Du kommst von weiter her, nicht wahr? Aus einem Paradies exotischer Schätze und unermesslicher Reichtümer? Du musst mich mitnehmen. Jo, das kriegen wir hin. Endlich hat sich meine Entscheidung, das Dorf zu verlassen, ausgezahlt. Mutter, Vater, ich werde als Millionär zurückkehren. Aber nicht bei mir. Gregor lebt ab jetzt auf dem Euler, der ist eher Wochens. Gut, den hätten wir. Aber was ist denn jetzt der letzte Stein? Hier kann man sowieso nichts abhaken in diesen Bauwerken. Aber was man mal probieren könnte, ich weiß nicht, ob die auch auf Steine reagiert, wahrscheinlich nicht, aber wäre die Flöte. Vielleicht klappt das ja. Probieren kann man es ja, ne? Der Zeug in eine merkwürdige Richtung, du. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Ein sehr nahes Echo ist zu hören. Hä? Ich glaube nicht, dass es hier drin ist. Nein, du sollst an den normalen Mensch. Ich wollte auf den Hammer wechseln. Oh Mann. Und sehr nah aus Echo sein. Ey, hier drin kann ich sein. Nee, nee. Hier drin kann ich sein. Obwohl? Aber klobiger Kräuterstein tatsächlich, das war hier drin. Ein unendlicher Vorrat an Kupfer. Er steht hier ohne Wegbänken, deshalb auch was zur Verfügung. Ja, den kann ich ja lange suchen. Gut, den haben wir aber alles, ne? Unendlich Kupfer, unendlich Silber und wir haben den Verkäufer. Sehr schön. Um die Rubine kümmere ich mich später mal. Erstmal weg mit dem Chrom. Hier, das Chrom auf weg. Den porten wir uns jetzt erstmal wieder. Dahin. Und vorn zurück in die Heimat. So. Jo, ich weiß. Wenn ich wiederkomme, ist es nicht mehr wie vorher. Wie zurückgesetzt. Alles klar. Ab nach Hause. Leute, los. Wir schippern nach Hause. Alle an Bord, damit wir losschippern können. Zeit, Segel zu setzen. Na, den hoffe ich doch mal. Die haben inzwischen die Pyramide fertig gebaut. Street Shop open. Oh, das sieht nice aus. Das sieht nice aus. Gut, gut. Die Kuh, ja gut, dann habe ich jetzt halt eine Kuh mehr eben. War jetzt so nicht beabsichtigt, aber musste ich, ja. Toddy, nimm ihren Chrom aus dem Aufbewahrer-Rucksack. Passt doch. Alles klar. Der geht nicht halt auch unten Sonde, da soll aber auch hin. Aber auch wir wollen da jetzt hin. Damit wir die Quiz abgeben können. Ich glaube, wenn die Pyramide fertig ist, ist auch ein Tafelziel. Dann haben wir genau die abgeschlossenen Tafelziele, die wir wollten, um ins nächste Gebiet zu gehen. So, Odelia, wir haben ihn. Oh, wie sehr hast du ein Vergausterlein mitgebracht. Hier sind wir im Geschäft. Wir brauchen aber trotzdem noch Waren. Wenn es Gegenstände auf ein Preisschild stellst, bietet es den Neuankömmling diese den anderen an? Wir sind sicher, dass die Inselbewohner sich freuen werden. Ein bisschen Einkaufstherapie macht alle Frau. Waren habe ich doch schon drauf, Mensch. Wenn die Leute ohne Geld etwas kaufen sollen, wovon redet's es? Oh, Daddy, du sagst manchmal die komischsten Sachen. Was ist dieses Geld, von dem es spricht? Nein, im Ernst, was ist das? Die kennt kein Geld. Nun, wenn du willst, dass in unserem Gegenstandsladen im Betrieb herrscht, musst du die Preisschilder klug einsetzen. Gute Geschäfte machen's Inselbewohnern glücklich. Bringen's. Sobald die Arbeiten an der Pyramide fertig sind, kann sich unser neuer Verkäufer die Arbeit machen. Freuen Sie uns auf große Ladenseröffnung. Jo. Lege euren Gegenstand, den du verkaufen willst, auf ein Preisschild. Wenn ihn jemand kauft, hinterlässt er Herzen. Dankbarkeitspunkte als Bezahlung. Jo, okay. Die wissen nicht, was Geld ist. Aber viel scheißen Wort, aber nicht, du. Wieso packt doch ordentlich die Wegbank jedes Mal? Ich packe jetzt erstmal wieder hin, so. Gut, gut, wir haben die Pyramide noch nicht fertig, wie es aussieht. Aber gut, die. Naja, die sind noch am Bauen, das war zu hören. Oh, mach mal Bon. Naja, ist ja noch nicht viel. Ist ja nur nicht viel, aber gut, das ist nicht schlimm. Ich glaube, wenn die Pyramide fertig ist, ich lege mich wohl schlafen.
Den haben wir auch das Torfelziel fertig. Dann müssen wir genau 40 Mini-Medaillen haben. Oder 30, ne 30, Entschuldigung. Und den müssen wir auf 40 kommen im nächsten Gebiet. Wenn es auch noch nichts gibt, ich weiß das nicht. Glaube ich aber nicht, dass es dann schon... Oh, das wäre ein bisschen kurz, ne? Also da kommt bestimmt noch was. Gut, wohl, die Pyramide ist ja ein Torfelziel. Wir haben nämlich jetzt genau 29. Den wären wir auf 30. Den passt da doch. Oh, ich will jetzt nicht bündeln, sonst rennen die wieder von Robert weg. So. Und der Lawn funktioniert erst, wenn die Pyramide fertig ist. Naja, gut. Oh, hier, der hat Sachen zum Verkaufen. Habe ich da extra reingelegt. Da ist es. Gut, gut. Was? Brechen Sie sich hier die Haxen mal bauen. Gut, dann sind wir froh heute am Ende. Denn schön, dass ihr dabei wart. Morgen wird dann garantiert auch die Pyramide fertig sein. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Seid gespannt. Bin ich ebenfalls. Dankeschön und bye bye.